Naja, wir werden ja sehr stark, das sind Viertel, das sind Achtel, das sind die Harmonien erzogen. Und dann einen anderen Weg einzuschlagen, ist wahrscheinlich immer wieder dieser Sprung in irgendwie, gar nicht ins kalte Wasser, aber eigentlich ist es sehr warm, das Wasser. Aber man braucht manchmal Hilfe, um da dann reinzugehen. Das finde ich einerseits das Reizvolle und andererseits finde ich das Reizvolle, dass man immer wieder neue Aufgaben bekommt, die unter Umständen mit dem erlernten Beruf gar nichts zu tun Es gibt so Sachen, die auf eine so unorthodoxe Art eine Atmosphäre erzeugen, eine Stimmung erzeugen, die einen total catcht, die einen total mitnimmt. Das macht mir tierisch Spaß. Und zum Beispiel jetzt beim Leroux lernt man auf einmal unglaublich schnell Französisch zu sprechen. Also dann sind irgendwie 6 Tullen auf Tempo 72 und man ist auf einmal eine Französischmaschine. Und vor 3 Tagen war ich das noch nicht. Oder besonders hoch singen und irgendwelche komischen Geräusche machen oder so. Und das ist, ja, das finde ich spannend. Genau. Oder weiß was ich. Also es sind so manche Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren, die lernt man dann innerhalb von 5 Tagen. Und das finde ich, ja, das macht irgendwie Spaß. Das hält auch frisch, habe ich auch das Gefühl. Es passiert mir natürlich trotzdem immer wieder, dass ich eine neue Partitur kriege und da einfach sitzt wie der Ochs vom Berg. Ne? Und auch bei dem Stück von Biro jetzt zum Beispiel, wo dann plötzlich da 13 zu 10 ist und denkst erstmal, okay, wie soll ich das jetzt machen? Es ist immer wieder was Neues, aber das Schöne ist, dass man mittlerweile weiß, man wird der Sache Herr. Es ist nichts unschaffbar.